Meine Damen und Herren, ich habe heute in der Früh, als ich in das Gerichtsgebäude gegangen bin, mit einem Freispruch gerechnet. War davon überzeugt, dass ich heute freigesprochen werde. Sie sehen mich daher traurig, schockiert und erschrocken vor sich stehen. Ich muss sagen, Fehlurteile können passieren, aber dieses Urteil sprengt alles, was ich mir vorstellen konnte. Ich möchte klar aus meiner Sicht sagen, dass dieses Urteil falsch ist, dass es nicht korrekt ist und dass es aus meiner Sicht ein glattes Fehlurteil ist. Ich habe die Begründung des Schöffensenats in keiner Art und Weise nachvollziehen können und sie entspricht jedenfalls nicht der historischen Wahrheit. Ich bin der Überzeugung, dass ein objektives und faires Gericht nach diesem dreijährigen Beweisverfahren ganz klar mit einem Freispruch hätte entscheiden müssen. Und daher ist für mich selbstverständlich, dass wir alle Rechtsmittel gegen dieses Urteil erheben werden. Wir werden und haben das ja bereits getan, Berufung und Nichtigkeit beim Obersten Gerichtshof anmelden und wir werden auch den Verfassungsgerichtshof mit diesem Urteil befassen. Das Urteil steht aus meiner Sicht in einem ganz klaren Widerspruch zum Beweisverfahren der letzten drei Jahre. Es steht in einem klaren Widerspruch zu den etwa 150 Zeugenaussagen, die mich eindeutig entlastet haben. Ich möchte Sie erinnern an das umfassende Gutachten von Professor Höcker und Frau Professor Babel, das wir schon vor Beginn der Hauptverhandlung im Jahr 2017 vorgelegt haben. Beide Kapazitäten auf dem Gebiet des Verfassungsrechts und der Menschenrechte haben klar gesagt, dass aufgrund der enormen Vorverurteilung, die in den Jahren ab 2009 stattgefunden haben, ein faires Verfahren nicht mehr möglich sein würde. Und ich kann dieses Urteil nur so interpretieren, dass Professor Höcker und Frau Professor Babel leider Gottes Recht bekommen haben, weil dieses Urteil hat nichts mit Fairness und Gerechtigkeit zu tun. Was mich besonders erstaunt hat in der Urteilsbegründung ist, dass der Schöffensenat eigentlich die Argumente der Anklageschrift völlig unkritisch übernommen hat. Und ich frage mich heute an dieser Stelle, wozu man dann drei Jahre, etwa 170 Tage verhandelt hat und 150 Zeugen gehört hat, wenn man die Aussagen dieser Zeugen, die mich entlastet haben, unter Wahrheitspflicht offensichtlich nicht in das Urteil hat einfließen lassen. Ich glaube, Sie können sich selbst ein Bild machen, dass es nicht nur einen Grund, nicht ein Argument gibt, die gegen die Rechtsstaatlichkeit dieses Urteils sprechen, sondern ich bin der Überzeugung, dass es eine ganze Reihe von Gründen gibt, weshalb dieses Fehlurteil einer Überprüfung durch die Höchstgerichte nicht standhalten wird. Ich möchte zum Ersten erinnern an das Thema der Befangenheit der Vorsitzenden Richterin, Frau Magister Hohenecker. Sie wissen, dass wir diese Befangenheit zweimal eingebracht haben im Verfahren, vor dem Verfahren, am ersten Tag des Hauptverfahrens und auch danach. Es ist bekannt, dass der Ehemann der Vorsitzenden Richterin, ebenfalls ein Strafrichter, Herr Manfred Hohenecker, vor Beginn des Hauptverfahrens klar zum Ausdruck gebracht hat, dass ich ins Gefängnis gehören würde. Der Ehemann
und Ausbildungsrichter hat also seine Meinung zu meiner Person mehr als deutlich zum Ausdruck gebracht. Ich werde daher natürlich dieses Faktum der sogenannten Anscheinsbefangenheit entsprechend auch vor die Höchstgerichte bringen, denn unser Gesetz sieht vor, dass beim bloßen Vorliegen des objektiven Anscheins einer Befangenheit diese Richterin diese Verhandlung, diese Hauptverhandlungen nicht hätte führen dürfen. Und daher wird das ein Punkt einer Prüfung sein. Ich darf erinnern daran, dass wir mit einer Situation, zu tun hatten, dass die Hauptverhandlung vor und nach der Hauptverhandlung und in den Pausen der Hauptverhandlung entsprechend vertrauliche Gespräche von Mandanten und ihren Anwälten aufgezeichnet worden sind. Darüber ist berichtet worden. Ich glaube, es ist unstrittig, dass dieses Aufzeichnen von vertraulichen Gesprächen vor, nach der Hauptverhandlung und in den Pausen der Hauptverhandlung ganz grob rechtswidrig war und dass gerade die geschützte Sphäre zwischen Mandant und Rechtsanwalt hier in diesem Hauptverfahren gebrochen wurde. Das ist eine Verantwortung, die der Schöffensenat zu tragen hat, und diese Verantwortung werden wir ebenso vor die Höchstgerichte bringen. Ich möchte aber auch nicht nur derartige Formalthemen, die rechtlich zu würdigen sein werden, ansprechen, sondern ich möchte auch die Substanz des Beweisverfahrens ansprechen. Und Sie waren dabei, Sie konnten sich ein Bild machen, 150 Zeugen haben klar entlastend ausgesagt. Wenn daher die Vorsitzende Richterin heute von einer erdrückenden Beweislast gesprochen hat, dann möchte ich zu bedenken geben, es gibt keinen Beweis. Es hat in mehr als 11 Jahren keinen einzigen Beweis gegeben für ein unrechtes Handeln meiner Person, das es in Wahrheit auch nicht gegeben hat. Es wurde heute gesagt von der Frau Vorsitzenden in ihrer Würdigung, dass das Konto des Walter Maischberger mit der Kontonummer 408.15 mir zuzurechnen wäre. Ich erinnere an die Zeugenaussagen des Herrn Magister Wirnsberger, des Herrn Ludescher unter Wahrheitspflicht, die ganz klar zum Ausdruck gebracht haben, dass sie immer nur mit dem Walter Maischberger zu tun hatten, dass es mich in keiner Art und Weise in der Hypobank gegeben hat, dass sie alle Aufträge von Walter Maischberger bekommen haben und dass die Konten fraglos Walter Maischberger Konten sind. Das wurde unter Wahrheitspflicht hier von Wirnsberger und Ludischer, die Walter Maischberger immerhin laut eigener Aussage über viele Jahre betreut haben, hier klar ausgesagt. Ich möchte erinnern an alle Aussagen, ob das jetzt Vertreter der Investmentbank Lehman Brothers waren, ob das Beamten des Finanzministeriums waren, ob das Mitglieder der Vergabekommission waren, die zur Vergabe, zum Verkauf der Bundeswohnungen wohl eindrücklich dargestellt haben, dass dieser Verkauf korrekt erfolgt ist. Daher kann ich auch hier die Beweiswürdigung, wir hätten nicht korrekt verkauft, einfach nicht nachvollziehen. Sie steht in klarem Widerspruch zu allen einschlägigen, und das sind viele Zeugenaussagen. Und ich kann nicht nachvollziehen, dass gesagt wurde, die Informationen, der sogenannte Geheimnisverrat, kann nur von mir sein. Auch das hat die Frau Vorsitzende heute zum Ausdruck gebracht. Sie haben die letzten 3 Jahre teilweise mit mir in diesem Schwurgerichtssaal verbracht und haben die vielen verschiedenen Möglichkeiten, wer, wo, wann, wem Informationen gegeben haben kann, wo Informationen rausgegangen sein können, entsprechend mitbekommen. Ich achte daher auch diese Beweiswürdigung für nicht haltbar. Ich komme nicht umhin zu sagen, dieses Verfahren hat mit parteipolitischen Anzeigen, vor allem der Grünen Fraktion, begonnen. Es ging weiter mit
einer Vorgehensweise der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die für mich wie ein Verfahren auf einer schiefen Ebene war. Es wurden angesprochen die Versuche der Staatsanwälte zu sagen, liefert es mir den Grasser, es soll ihr Schaden nicht sein. Es wurde angesprochen während der Hauptverhandlung der Druck, der gemacht wurde auf Angeklagte, die das ja bestätigt haben, dass man hier unbedingt offensichtlich mich hängen sehen will. Ich komme da nicht umhin zu sagen, aus meiner Sicht ist politischen Anzeigen heute ein politischer Schuldspruch, ein falscher Schuldspruch ohne jeden Beweis und ohne jede Grundlage erfolgt. Eines, meine Damen und Herren, kann mir auch mit dem Schock dieses Urteilsspruchs niemand nehmen. Ich weiß, dass ich unschuldig bin. Ich weiß, dass ich korrekt gehandelt habe in meiner Verantwortung als Bundesminister für Finanzen und dass ich mir nichts zu Schulden kommen habe lassen. Wir haben diese Bundeswohnungen bestmöglich und korrekt verkauft und die Einmietung in den Terminal Tower wurde von meinen Beamten korrekt umgesetzt. Und daher werde ich auch bis zum Letzten für Gerechtigkeit und für ein korrektes Urteil kämpfen und werde für den Freispruch weiterkämpfen. Es ist daher eben für mich selbstverständlich, dass wir in Berufung gehen und ich vertraue dabei auf die Unabhängigkeit und die Korrektheit unserer Höchstgerichte und hoffe, dass mir schlussendlich am Ende dieses Verfahrens dann doch noch Fairness und Gerechtigkeit entgegengebracht werden wird. Ich bedanke mich und bitte um Verständnis, dass ich darüber hinaus keine Stellungnahme mehr machen möchte.